Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine werten Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer 2 mit den DLC der Fluch der Vampirküste, mit der Vampirküste selbst, mit Lusa Harkon. Und wir starten direkt mal in die nächste Runde. You must be eager to become fish food. Ja, der Master Mundi möchte gerne wieder Frieden. Das wäre sogar ein hohes Angebot. Er ist zurzeit im Krieg gegen Skeggy, gegen uns, gegen Kult der Sinnesfreuden, Haganet. Wir können dem Frieden erstmal zustimmen, dann lässt er uns in Ruhe an der Skorpionküste. So, ich habe das Ganze natürlich mal ein bisschen beschleunigt für euch. Mehrere Runden auf See absolviert ist natürlich super. Wir sind auf Rang 6 angestiegen. Das ist natürlich auch sehr, sehr stark. Ja, ich würde sagen, in dieser Runde geht es direkt in die erste Schlacht, nämlich gegen die ja, holy. Oh shit, was hat der denn wieder alles dabei? Ja, gegen den Marschall, ne? Also Führerschaft erhöhen, das ist immer gut, die Führerschaft erhöhen. Da müssen wir nur gucken. Ja, Führerschaft für dich, verursacht Entsetzen und Co. für dich. Wäre, glaube ich, so das Beste, was wir machen könnten. Wir kriegen die Siedlungsgarnison dazu. Und dennoch ist es relativ anstrengend. Der ist Rang 25. Er bringt eine große Palette wieder an gemischten Einheiten mit. Mit Frostwürmen und Co. Wird anstrengend. Machen wir aber. Nun gut, interessantes Schlachtfeld, was wir hier ausgewählt haben. Wir warten mal eben ab. Ich hoffe, wir kriegen hier mit Glück noch ein paar mehr Punkte, aber da zocken lohnt sich nie und Randall bestraft uns hier fürchterlich. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie wir uns aufstellen. Ich denke mal, die Wächter der Tiefe werden wir schon mittig aufstellen. Wir werden uns frontal aufstellen mit Numero Uno, unsere kleinen Monster. Die haben einen ziemlich weiten Weg, sehe ich gerade. Werden wir mal hier unten in der Ecke aufstellen. So, unsere Mörser ist ja selbsterklärend. Die lassen wir schön hier hinten. Unsere Deckwerfer werden, ich hoffe, auch hier für hohe Verluste sorgen. Ja, Fleet Captain ab nach vorne. Genauso wie Lusa Harkon. Du kommst mal hier vorne hin. Die Flanken werden wir, denke ich mal, mit unseren mächtigen Leviathanen abdenken. Ja, und dann gucken wir doch mal, wie wir denn jetzt hier voranschreiten. Ich meine, wir könnten natürlich direkt hier den Mörser da hinten bombardieren, wenn es uns doch gelingen sollte, bevor wir hier unter hohe eigene Verluste noch Schaden erleiden. Und er reagiert anscheinend mit all seinen Armeen auf die Front, was ich interessant finde. Dann werden wir natürlich auch ein bisschen nach vorne rücken mit unseren Einheiten, um den ganzen und das Ganze hier natürlich auch zu unterstützen. Einen dicken Krabbler natürlich auch mal hinterher. Ja, und ich sehe schon, wir verursachen auch Schaden. Das ist schön. Die Musketen schützen, genauso wie den Rest. Die kriegen hier schon mal den einen oder anderen reingewirkt. So, ja, das sieht doch gut aus. Das gefällt mir. Das sieht doch schön aus. Da kriegen wir nämlich hier einmal und zweimal. Kriegen wir doch hier auch etwas zustande, denke ich mal, hier oben. Mit der Garnison. Müssen wir mal gucken. Dann stellen wir uns mal hier ein Reihenglied auf. Das sollte uns gelingen. Ja, warte mal eben. Lass mal eben kurz die erste Explosion hier erschallen. Ja, ich sehe, wir werden gerade bombardiert, aber das will ich mir nicht entgehen lassen. Hier müsst ihr verzeihen. Oh, Hellebarden. Boom! Oh, hat das gescheppert. Das ist doch schön hier. Bitte einmal noch in die Hautwölfe. Das ist doch genial. Was will man denn da mehr? So, die Großkanone. Bitte hier einmal angreifen. Wie sieht das jetzt hier aus?
Ach du Jemini, die Deckschützen sind ja hier völlig außer Kontrolle geraten. Ja komm, ja, geh rein, geht rein. Was soll's? Was soll man da noch großartig warten? Da können wir auch reingehen. Musketenschützen, da haben wir den Kommandanten. Da können wir noch reingehen. Das sieht ja noch relativ akzeptabel aus. Also Musketenschützen sind natürlich richtig miesgrimmig. Wo bist du denn? Achso, du stehst noch hier oben. Gut, du wirst erstmal alle buffen. Du wirst dem Kommandanten alles rauben, was er denn besitzt oder auch nicht, weil ich nicht hinkomme. Doch, hast du schon. Dann wirst du hier mal reinspucken. Ja, bei so vielen Fronten fällt es mir ehrlich gesagt jetzt gerade sehr, sehr schwer, die Übersicht zu behalten. Vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie wir denn jetzt hier kämpfen. Weil ich sehe schon, dass einige Einheiten von uns hier wirklich massive Probleme kriegen. Die Deckschützen hole ich jetzt nochmal einen Ticken nach hinten. Die Arti schießt ja schon fleißig. Ihr werdet jetzt hier auf die schon mal das Feuer eröffnen. Die Vampirfledermäuse, zumindest die Deckwerfer, werde ich hier schon mal in die Großkanone reinschicken. Was ist denn bei euch jetzt hier los? Da will ich mal eben kurz gucken. Ach so ist das. Ja gut, da kommt jetzt der Drache. Das solltet ihr aber dann noch halten und der Rest, ja, da müssen wir halt mal gucken, wer hier denn am längeren Hebel sitzt. Du hast hier noch eine schöne Möglichkeit, erstmal hier die Vitalität und Co. runterzusetzen. Und dann darfst du auch hier die ersten Einheiten schon mal heraufbeschwören. So, und sobald die nämlich da sind, dürfen wir nämlich auch den Fluch sprechen. Ihr müsst verzeihen, dass das jetzt gerade so langsam ist. Aber ich möchte nicht, dass mir jetzt hier irgendetwas aus der Kontrolle gerät. Danach darfst du auch hier die da hinten buffen einmal. Ihr dürft mit in die Barbaren Champions. Und dann sieht es doch relativ gut aus. Wir verlieren hier die Einheit, das sehe ich schon, beim Lusa. Der Lusa wird das, denke ich mal, dennoch gut halten können. Ihr könnt einmal da reinschießen. Ja, aber es sieht doch ganz gut aus. Es sieht ganz gut aus. Wir hätten sogar da oben hier so einen Zauberer, der aber keine Zaubersprüche mit am Start hat. Ja gut, die Hautwölfe werden die Jungens jetzt hier eliminieren. Da können wir die Mörser uns noch schnappen. Da einmal die Musketenschützen rein. Und dann sollte das an für sich ganz gut klappen, ne? Ihr seid alle am Schießen. Ja gut, dann wollen wir doch mal gucken. Der Leviathan ist natürlich hier ein bisschen im Bedrängnis. Der kämpft hier auch gegen einige Feinde. Der ist ja auch jetzt nicht gerade so toll. Wir können hier nochmal eine Einheit beschwören. Das werden wir auch machen. Sehr schön. Der Lusa hat noch geplättet. Ihr kommt bitte einmal nach oben. Ja, Lusa, ich würde mal sagen, du hilfst mal oben ein bisschen aus, sonst verlieren wir da die Einheiten. Die Deckschützen, die können wir natürlich auch mal hier entgegenschicken. So, hier bitte einmal gegen die Hautwölfe oder meinetwegen gegen die Großkanone, wenn die sich nicht anders umdrehen möchten. Ihr könnt jetzt auch hier noch mit ins Gefecht. Ist mir egal, auf wen ihr da geht, auch wenn es eine hohe Bedrohung ist. Hauptsache, wir vernichten den Feind und zwar hier ordentlich. Ihr einmal nach da, ihr einmal nach da. Komm, hier, das ist eine niedrige Bedrohung. Wir können ja mal versuchen, ob wir sie retten können. Ich bezweifle es. Ich bezweifle es. Du würdest den Kampf verlieren, würdest du mir sagen. Das sehe ich aber anders. Der Kommandant flieht schon. Die Deckschützen schießen noch drauf. Jawohl, und die Strophe gehört uns. Aber hallo, aber was für ein Gefecht hier. Was für ein Gefecht, das ist ja nicht mehr schön gewesen hier. Ja, würde ich sagen, lass mal die Deckschützen hier auch nochmal ordentlich draufzimmern. Weil es so einen Spaß macht. Ich meine, die haben ja so eine riesige Reichweite. Warum denn eigentlich nicht? Den Kommandanten können wir auch ausschalten. Zack, weg ist er. Weil ohne Kommandant kämpft es sich natürlich ordentlich einfacher. Ja gut, mit einer Truppe, ja, da hätten wir vielleicht auch einen anderen Helden mit reinnehmen können, aber wir müssen ja eh ein bisschen umbauen. Was für eine schöne Reichweite ihr auch habt, ne? Meine schönen Deckschützen. Aber gut,
Ein entscheidender Sieg, immerhin. Der Leviathan überlebt, hat seine Erfahrungspunkte dazu bekommen. Wir werden die Verlustverstärkungsrate mitnehmen. Nö, wir nehmen das Gold, was soll's. Was haben wir denn zu verlieren, hm? Gar nichts. Mission erfolgreich, wir kriegen die erste Strophe. Jawohl, das ist interessant. Mondschein. Oha. Also stark. Strophe des ersten Seemannslieds erreicht und wieder die Möglichkeit auf einen Schatz. Ja, sehr cool. Absolutely not. Ja, sieht nicht gut aus um dich, ne? Sieht nicht gut aus. Lusa, du kannst dich nicht bewegen, du kannst aber auch nicht in die Stadt hinein. Dann wirst du hier erstmal dich niederlassen. Ja, ist halt jetzt die große Frage. Wann fangen wir damit an? Wann wollen wir damit anfangen? Rang 16 ist natürlich total knackig. Du nimmst bitte Ausweichen einmal mit. Dann werden wir schon mal unseren Lightheim-Sucher, wenn wir ihn kriegen, in die Armee schicken. Wir werden unseren Jimbo, werden wir jetzt mal hier nach hier drüben holen. Hätte ich auch eher machen können. Er kommt nämlich in die andere Armee. Wir werden... Riten können wir gerade nicht ausführen. Das ist natürlich schade. Das ist natürlich schade. So, wir haben hier schon verringerte Kosten. Zack, zack. Bitte einmal ausbauen. Wahnsinn, wie viel Geld wir machen. Es ist ja unglaublich. Du kommst hier oben hoch wegen dem Schätzelein. Du kommst mal hier unten hin und zeigst mir, was der Krogar hier bitte ver... Was er hier macht, ist ja unglaublich. Krogar. Hat er sich das Ding da einfach geschnappt? Ich fasse es ja nicht. Und dann können wir die Runde auch wieder in aller Ruhe beenden. Ich werde halt wieder ein bisschen beschleunigen, ne? Ja, neue Runde, neues Glück. Opfer für Matlan ausgeführt. Kult der Sinnesfreuden. Die Fraktion Wächter wurde vernichtet. Und sonst ist nichts Besonderes mehr passiert. Wir müssen mal schauen mit dem Lusa Hakon, der ja jetzt eine relativ gut aufgestellte Armee hat, wie es denn jetzt hier weitergeht. Und ich denke mir mal, wir werden ihn hier verfolgen. Und denn mit seiner 8. Armee ist er doch immer noch in der Lage hier, ordentlich für Jubeltrubel zu sorgen. Deswegen werden wir einfach mal hinterher strapseln. So, Brooke, du hast einen Stufenaufstieg. Du kriegst ja weiter die Nahkämpfer mit dabei. Jimbo, du kennst ja deinen Weg, darfst dich also weiter fortbewegen. Ja, auf jeden Fall 1-2 kriegen wir hier auch die Deckschützen. Dann können wir uns hier nämlich dann auch schon mal von ein paar Truppen trennen. Ja, da müssen wir dann machen, wenn es dann soweit ist. Ne? Also jetzt schon rekrutieren, weiß ich nicht, ob ich das mache. Ich warte lieber noch ein bisschen. So, wo hatten wir denn hier oben den Schatz? Ja, da müsste er ja gewesen sein. Und zwar dort am Vulkan. Da müssen wir mal gucken. Stellen wir uns mal hier am Vulkan hin. Und werden hier nach dem Schatz graben. Und siehe da, wir erhalten eine Rüstung, Silberstahlrüstung. Und dann haben wir den Schatz gefunden, 3000 Gold. Sehr schön. Kriegen wir direkt eine neue Schatzkarte. Ach du Jemine. Gut, dann würde ich sagen, kommst du mal hier ab ins Wässerchen. Dann werden wir dich dann, denke ich, mal auch noch weiter schicken. Ja, unten im Süden haben wir natürlich noch den Schatz. Bei uns haben wir den Schatz. Dort haben wir den Schatz. Den brechen wir ab. Den möchte ich nicht machen. Und da oben am Aderwelt will ich ihn auch nicht machen. Das ist so, es tut mir leid, aber da schicke ich jetzt nicht hier meine Leute hin, um das ein oder andere kleine bisschen hier noch zu holen. Wir werden hier, ja, wir werden hier auch auf ein bisschen Einkommen gehen, das sieht ja soweit ganz gut aus. Die Siedlung oder die Provinz, eher gesagt, die halten wir ohne Probleme. Ja, da der Black ja so ein starker Nahkämpfer ist, müssen wir uns mal überlegen, wie viele wir behalten. Ich würde sagen, wir behalten 6 Wächter der Tiefe. Ja. Ja gut, das sind 5. Dann können wir ja auf 5-4 machen. Das geht ja auch noch. So. Er braucht auf jeden Fall, brauchst du, ja, wir haben keinen Vampir gerade mehr frei. Dann bekommst du den, ja, noch eine Runde. Bekommst du die Annie dann gleich. Mit der Annie bekommst du dann deinen Schützenritus. Wie lange müssen wir noch warten? Noch eine Runde. Gut, dann warten wir noch eben fix eine Runde. Dann können wir nämlich besser planen, müsst ihr verstehen. Dann verzichten wir eben auf alles.
So, und da sind wir auch direkt wieder. Zum Dienst bereit, die Annie. Ja, das ist wunderbar. Die können wir jetzt gleich auch benutzen. Lucor, wie sieht's denn aus? Wo rennt er denn hin? In seiner mordsmäßigen Geschwindigkeitsstellung, wo wir schneller sind auf unseren Landen. Ja, nochmal kurz im Prozess hier bitte, Lucor. Finde ich sehr gut. Nehmen wir Gold mit. Nice. Überlegener Angreifer. Feind im Kampf getötet. Fraktion vernichtet. Geschwindigkeit der Einheit brauchen wir nicht unbedingt. So, dann bitte einmal die... Genau, das Lager wechseln. Geschossresistenz für Wächter der Tiefe, Nahkampfangriff und die Rüstung. Das ist stark. Das nimmst du bitte mit. So, wir müssen jetzt ein wenig die Armeen umstellen. Das heißt, ich will es jetzt einfach mal ausprobieren, aber die Mörser fliegen raus. Für die Mörser werden wir den Koloss mitnehmen. 3 Stück an der Anzahl. Wir werden uns von einem Leitheimsucher verabschieden. Wir werden dafür noch einen Leviathan mitnehmen. 2 Leitheimsucher, denke ich mal, sind völlig okay. Wir sind verdammt stark aufgestellt. Die Frage ist halt, was könnten wir noch mit dazu nehmen? Wir könnten uns noch von 2 Deckschützen verabschieden. Und dann dafür 2 Sirenen mitnehmen. Aber das klappt halt auch nur so halbwegs, müsst ihr verstehen. Das ist, wir brauchen schon eine gewisse Kraft an Feuerpower. Die Frage ist, ob wir uns vielleicht für die Karonade entscheiden. Entsetzen in Bewegung, schießen rüstungsdurchdringend und rüstungsdurchdringende Geschosse, ja. Also mit einem Geschossschaden von 630 ist das Ding verdammt stark. Also es ist erstaunlich, was wir hier eigentlich für einen Koloss hier uns gerade holen. Das ist... Der hat doch irgendwelche besondere Fähigkeiten, die wir uns jetzt aktuell noch nicht angucken können. Ja, die Karonade und Co., das ist halt die Frage. Und wir könnten... Also an für sich, meine Idee ist ja eigentlich dazu gewesen, dass wir vielleicht noch lokal, weil wir es ja ausgebaut haben, hier noch ein paar Deckwerfer mitnehmen. Weil ich finde die Viecher eigentlich ganz cool. Oder im Zuge dessen hier unsere starken Truppen. Ja, ich meine, mit 39 Geschossschaden, ich meine, gut, sind nur 12 Einheiten und die Reichweite ist natürlich nicht so toll, wäre das ja auch eine Möglichkeit. Die normalen Deckwerfer bringen nicht so viel. Die Bomberdeckwerfer sind Spezialeinheiten. Hier, die Musketenschützen. Ne, gegen Infanterie fliegende Einheit Musketenschützen. Das ist das, was wir gerade haben. Lass uns doch mal eben gucken. Können wir das noch einmal weiter ausbauen? Ja, da würden wir die Jagdschrei Flederbestie kriegen. Ein fliegendes Monster. Ist auch völlig okay. Kann man rein theoretisch natürlich noch mitnehmen. Das ist das, worauf der Lucor Harkon nämlich reitet. Hat auch die Regeneration. Das ist halt auch stark. Aber Deckwerfer mit Musketen, Reichweite 130, sind sonst ganz gut dabei. Ich meine, 41 Geschossschaden mit rüstungsdurchdringenden Schaden sind nur 24. Ich glaube, mit den Deckwerfern sind wir vielleicht ein bisschen besser aufgestellt. Das ist halt die Frage. Müssen wir mal gucken. Wir müssen es einfach ausprobieren und testen in der Armee. Wir könnten ja auch sagen, wir nehmen 3 Deckwerfer mit und dann nehmen wir dazu noch einen Wächter der Tiefe mit. Ja, ich denke mal, so machen wir es mal. So werden wir es einfach mal ausprobieren mit der Armee und dann sehen wir ja auch unsere Stärken und die Schwächen gleichzeitig dazu. Genau, so, Evelyn. Wir hatten ja gesagt, du kommst hier runter. Die Lana wird hier in der Festung der Morgendämmerung eine Piratenbucht errichten. Genau so, du bist Rang 5, kriegst einen weiteren Punkt dazu. Ja gut, 733, das ist nicht wirklich viel. Ich würde sagen, wir nehmen hier auch die normale Schmugglerbucht. Einfach, weil es halt nicht so viel ist. So, die Annie. Och, da bist du rausgekommen. Dann kommst du mal hoch. Dann wirst du mal bitte hier rüberkommen. Ich denke mal, es ist der schnellere Weg, oder? Ja. Sie wird auf jeden Fall auf dem Meer bleiben, ist der schnellste Weg. Gut, dann einmal zu ihm. Er ist ja ein relativ starker Nahkämpfer, also er hat ja die besonderen Werte mit der physischen Resistenz und Co. Wir werden mal eben hier die Queen Bess den Ritus durchführen.
Wir haben nämlich die Möglichkeit jetzt mit dem Black nämlich ein legendäres Söldnerregiment freizuschalten. Das wird die Queen Bess sein. Dann sehen wir vielleicht dann auch noch hier diese mordsmäßige Artillerie. Dazu brauchen wir aber, das weiß ich schon aus den anderen Spielen, auf jeden Fall die Fluchartillerie, weil die Fluchartillerie hat die Möglichkeit, die Munition in den Gefechten unserer Schützen wieder aufzufüllen. Es ist der Hammer. Ja, und die Queen Bess hat nicht so viel Munition mit 16 und jeder Schuss, ich glaube, die kann insgesamt 10 oder 20 mal schießen, wenn es hochkommt, geskillt. Und danach hat sie keine Munition mehr. Deswegen auch hier den Helden mit dabei. Ich hätte aber gerne noch, und das können wir hier nicht machen, das können wir auch hier nicht machen, in den Pockenmarschen, einen Lightheim-Sucher. Und wir haben nur 1 von 1, also dürfen wir es noch nicht mal machen, das ist schade. Also ohne Lightheim-Sucher, so soll es sein. Wie teuer wird das denn, wenn wir global so etwas rekrutieren? Ich muss mal eben gucken, 2599, wie teuer sind die anderen Einheiten? Na, fast 2000, also nee, das sieht nicht gut aus. Nee, das sieht nicht so gut aus, das gefällt mir nicht. Du darfst dir noch einen Deckschützen dann so mitnehmen. Ich bin am überlegen, ob wir dann vielleicht auch Mörser und Karonaden dazu nehmen, weil wir eh eine super Infanterie haben. Wenn wir jetzt, ja, ich meine, gut, gegen große Feinde ist das so eine Sache, ne? Aber nimm mal 2 Karonaden und 2 Mörser noch mit, dann sind wir hier die voll aufgestellte Massenvernichtungswaffe mit der Artillerie. So, zum Teil. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Wenn wir hier noch nicht an die großen, starken Einheiten rankommen, dann werden wir natürlich mit dieser Armee so ziemlich vieles aus der Ferne kaputt schlagen. Ja, da kommt zwar noch der Held dabei, das dauert aber noch ein bisschen. Gut, die Vampirküste, 3 Runden. Ja, haben wir uns um alles gekümmert, ne, würde ich sagen. Die Schätze sind klar, wir sind ja auf dem Weg dahin. Wo ist denn der Schatz hier? Der ist hier oben in Tlaxla, den werden wir uns noch holen. Ja, sieht doch soweit ganz gut aus. Ich meine, unser Stärkerang ist Rang 5, das ist schon mal nicht schlecht. Wir könnten natürlich in der Forschung uns den nächsten General holen. Angriffsbonus für den Kommandanten, hat Pistole und Entermesser, hat eine Stangenwaffe, Rüstung, Führerschaft beim Belagern. Ja, hier, die Auragröße, Führerschaft, das sieht ganz gut aus. Aber das müssen wir dann mal in Ruhe gucken. Ich bedanke mich erneut erstmal fürs Zuschauen. Also jetzt geht es langsam aber sicher richtig los. Die Skaven sind gut stark geworden. Ich denke mal, dass auch hier, ja, nee, das ändert sich, denke ich mal, doch nicht so toll, wie wir es uns gedacht haben. Da müssen wir wahrscheinlich aushelfen unten im Süden mit Lybaras, sonst wird es nämlich auch zu mächtig. Sieht es dennoch relativ gut aus. Und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Mal. Euch noch einen schönen Tag und bis dahin.